Herr Pfister, wenn Sie jetzt wieder gewählt werden, was würden Sie anders machen als der jetzige Präsident, Christoph Darbele? Der jetzige Präsident hat eine hervorragende Arbeit gemacht, auch lange Jahre. Und insofern wäre es jetzt vermessen, wenn man schon mal sagt, man würde sich für das Amt interessieren, würde sagen, man würde vieles anders machen, vieles besser machen. Das wäre dann ein Prozess, der eigentlich erst nach der Wahl dann mal richtig einsetzen müssen. Innerhalb der Fraktion politisieren Sie ja eher am rechten Rand. Sie gelten als wirtschaftsliberal. Man hat auch schon lesen, ein Hardliner in der Asylpolitik. Ist das auch der Kurs, den Sie vorgesehen für die nationale CVP? Also weg von der Mitte, mehr nach rechts? Ich glaube, die Aufgabe von einem Parlamentarier ist eine andere als die Aufgabe von einem Parteipräsidenten. Als Parteipräsident müssen Sie integrieren, müssen Sie Positionen aufnehmen und die nach außen vertreten. Aber ich glaube, es ist klar, dass man als die Bevölkerung hat Anspruch darauf, dass man als Politiker zeigt, wo man steht. Und da bin ich ein konservativer Politiker, das ist klar. Ich habe aber im Wahlkampf 2011 als Wahlkampfleiter und auch als Präsident von der CVP Kanton Zug langjährig, glaube ich, können beweisen, dass ich durchaus auch fähig bin, zu unterscheiden zwischen Führungsaufgaben und Vertreten von eigenen Positionen. Wenn man sich so im Bundesbären umhört, dann hört man immer wieder, sie polarisieren ab und zu, treten auch mal heftig auf in einer Fraktionssitzung. Wie gross schätzen Sie Ihre Wahlchancen ein? Das wird man dann sehen, das hängt ab von anderen Kandidaten und welche das sind. Mir kann nichts Schlimmeres passieren, als dass sich die CVP für einen anderen Präsidenten entscheidet. Ich würde dann gerne trotzdem auch weiterhin im Präsidium mitarbeiten für die CVP. Ich nehme das sehr, sehr sportlich. Spüren Sie da Rückhalt? Ich habe ermunternde Stimmen aus den Stammlanden bekommen, von Vertretern aus den Stammlanden. Insofern haben die mich motiviert, auch meine Kandidaturen mal anzukündigen und zu probieren. Wie es dann in der Delegiertenversammlung aussieht oder in einer Findungskommission, das ist offen. Da haben wir jetzt aber auch noch ein bisschen Zeit.